Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Mein Name ist Andrea Korczenin. Ich bin für heute eure Deutschlehrerin und unser heutiges Thema ist ein eigenes oder ein gemeinsames Zimmer. Unser heutiges Thema ist vlastita ili zajednička soba. Was meint ihr? Was ist besser? Što mislite? Što je bolje? Und hier sind die heutigen Lernziele, i današnjih odgojno-obrazovnih ishoda, koji glase, einen Text über das eigene gemeinsame Zimmer verstehen, Vorteile und Nachteile eines eigenen bzw. gemeinsamen Zimmers nennen, navesti prednosti i nedostatke vlastite sobe i zajedničke sobe, dann Objektsätze mit und ohne Konjunktion das richtig gebrauchen. Naučit ćete dakle pravilno koristiti objektne rečenice sa i bez veznika das, da, und über eigenes Zimmer berichten i nešto ponešto reći o vlastitoj sobi. Was braucht ihr für diese Stunde? Für diese Stunde braucht ihr natürlich ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, ein Handy bzw. einen Computer mit dem Internetzugang und es ist sehr wichtig zu sagen, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt. U svakom trenutku možete zaustaviti snimku kako biste nešto ponovili, ponovno pročitali ili prepisali. Fangen wir also an. Počnimo. Hier ist Daniel. Er ist 17 Jahre alt und er hat endlich sein eigenes Zimmer. Ovo je Daniel i pročitat ćemo tekst o njegovoj sobi. Napokon ima svoju sobu, ali za početak nekih riječi koje će vam omogućiti lakše razumijevanje teksta. Hier sind also die Vokabeln. Ein eigenes Zimmer, vlastita soba, das Antonym lautet ein gemeinsames Zimmer, zajednička soba. Man kann sich das Zimmer teilen mit dem Bruder, mit der Schwester. Ich habe mir zum Beispiel mein Zimmer mit meiner jüngeren Schwester geteilt. Dijeliti sobu s nekim, s bratom ili sa sestrom, kao što sam ja dijelila jedno vrijeme sobu s mlađom sestrom. Das Zimmer einrichten, urediti sobu. Otuda je imenica die Einrichtung, što znači uređenje. Hier noch einige Vokabeln, još nekih izraza. Wände streichen, Wände zidovi, okrečiti, obojati zidove. Ich habe die Wände mit einer hellen Farbe gestrichen. Obojila sam zidove u svjetlu boju, svjetlom bojom. Oder? Die Wand ist gelb gestrichen. Zid je obojen u žuto. Wie ich schon gesagt habe, Daniel hat endlich sein eigenes Zimmer und er beschreibt sein Zimmer. Daniel opisuje svoju sobu. Hier ist ein kurzer Text. I ovdje je kratak tekst. Macht bitte jetzt die Pause und liest den Text über Daniels Zimmer. Zaustavite snimku te pročitajte tekst o Danielovoj sobi. Ich bin mir sicher, den Text über Daniels Zimmer habt ihr verstanden und hier noch eine kleine Aufgabe dazu. Ihr habt euch jednog zadatka aus Text o Danielovoj sobi. Könnt ihr raten, auf welchem Foto ist Daniels Zimmer? Macht jetzt die Pause und antwortet. Možete li pogoditi na kojoj fotografiji Danielova soba? Zaustavite snimku i odlučite se za jednu od ove četiri sobe. Ich hoffe, ihr habt die richtige Antwort gefunden. Nadam se i sigurna sam da ste pronašli točan odgovor. Natürlich, das ist Daniels Zimmer. Die Wände sind blau. Hier gibt es einen weißen Schrank und die Gitarre ist natürlich im Schrank. Es ist nicht immer schlecht, das Zimmer mit Geschwistern zu teilen.
Naravno, nije uvijek loše dijeliti sobu s braćom i sestrama. Ein gemeinsames Zimmer hat natürlich viele Vorteile. Vorteile, prednosti. Zum Beispiel, Geschwister werden zu Freunden, sie können zusammen lachen und reden und sie können lernen, ihre Konflikte selber zu lösen. Konflikte lösen, rješavati konflikte. Braća i sestre, dijeleću sobu, mogu naučiti sami rješavati svoje konflikte. Der nächste Vorteil ist Empathie. Empathie, man kann nämlich lernen, Gefühle und Stimmungen der anderen zu verstehen. Dijeleći sobu s braćom i sestrama može se naučiti razumjeti, lakše razumjeti osjećaj i raspoloženja drugih ljudi. Der nächste Vorteil ist natürlich Respekt. Denn in einem gemeinsamen Zimmer kann man lernen, Wünsche und Dinge der anderen zu respektieren. Lakše se uči poštovanje prema željama i stvarima, predmetima drugih osoba. Und natürlich die Sicherheit, Sigurnost. Im gemeinsamen Zimmer können sich Kinder und Jugendliche sicherer fühlen und vielleicht besser einschlafen. Sigurnost. Ein gemeinsames Zimmer hat natürlich einige Nachteile, evo i nedostataka, zum Beispiel Altersunterschied, razlika u godinama oder unterschiedliches Geschlecht, različit spol, što može rezultirati recimo različitim interesima ili različitim periodima odlaska na spavanje, evo unterschiedliche Interessen und Schlafzeiten. Problematisch können sein auch unterschiedliche Charakter von Geschwistern, was zu Rivalitäten und ab und zu auch zu Konflikten führen kann. Različite karakteri braće i sestara što rezultira rivalstvom, ponekad i konfliktima. Denn im gemeinsamen Zimmer hat man keine Privatsphäre, nema privatnosti und die Einrichtung kann auch problematisch sein, uređenje. Denn jeder hat seinen eigenen Geschmack. Svatko ima svoj vlastiti ukus. Und was sagen die Psychologen? Was ist besser, ein eigenes oder ein gemeinsames Zimmer? Unter den Links bit.ly/zimmer22 und bit.ly/zimmer23 oder einfach durch Einscannen von QR-Codes findet ihr zwei kleine Online-Übungen bzw. zwei kurze Lückentexte. Skeniranjem QR-kodova ili upisivanjem ovih linkova pronaći ćete dva mala teksta za nadopunjavanje u obliku online vježbi. Pa ćete dakle moći zaključiti što psiholozi misle o ovoj temi. Macht jetzt die Pause, findet die Übungen und macht die Aufgabe. Naja, ich bin mir sicher, die Aufgabe habt ihr richtig gemacht und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was Daniel sagt. Sigurna sam da ste uspješno riješili zadatak, a sad možemo ponovno pogledati što je rekao Daniel. Daniel sagt, dass er endlich sein eigenes Zimmer hat. Er sagt, dass er sein Zimmer nach seinem eigenen Geschmack einrichten kann. Kao što vidite, ovdje se radi o klasičnoj objektnoj rečenici s veznikom das. Daniel kaže da. S ovakvom vrstom rečenica ste se zasigurno već i susreli. Nakon zareza, dakle, stoji veznik das, da, nakon kojeg se nalazi subjekt er, a glagol se nalazi na samom kraju rečenice i on je konjugiran u odgovarajućem licu. U prvom slučaju hat, a u drugom slučaju imamo dva glagola od kojih je jedan modalni. Modalni je konjugiran i on stoji na samom kraju, a ispred njega je glagol u infinitivu. I to vam je, vjerujem, već poznato. No, objektna rečenica može se koristiti i bez veznika das. I ona će u tom slučaju glasiti ovako. Daniel sagt, er hat endlich sein eigenes Zimmer. Und das zweite Beispiel, drugi primjer, Daniel sagt, er kann sein Zimmer nach seinem eigenen Geschmack
einrichten. Ovdje, dakle, nema veznika das, a poredak je kao i u bilo kojoj drugoj jednostavnoj rečenici koja nije zavisno složena, dakle zarez, nakon zareza subjekt, a nakon subjekta na drugom mjestu dolazi glagol. Dakle, kao da pišemo neku rečenicu koja nije zavisno složena. Er hat endlich sein eigenes Zimmer. Er kann sein Zimmer nach seinem eigenen Geschmack einrichten. Vjerujem da vam je ovo jednostavno i da ćete ovo vrlo lako i pravilno koristiti. Und hier eine Aufgabe für euch. Hier sind einige Sätze und eure Aufgabe ist, die Sätze ohne Konjunktion das zu schreiben. Die Sätze lauten, die Psychologin sagt, dass Jugendliche ihr eigenes Zimmer brauchen, dass Kinder einige Konflikte selber lösen müssen, dass sie Kinder und Jugendliche gut versteht. Macht jetzt die Pause und schreibt die Sätze ohne Konjunktion das. Zaustavite snimku, te napišite ove rečenice bez veznika das. Zweite Lösung. Die Psychologin sagt, Jugendliche brauchen ihr eigenes Zimmer, dakle evo glagol je na drugom mjestu. Sie sagt, Kinder müssen einige Konflikte selber lösen und sie sagt, sie versteht Kinder und Jugendliche gut. Ona kaže da dobro razumije djecu i mlade. Dazu auch eine kleine Online-Übung für euch, die ihr unter dem Link bit.ly/Zimmer24 findet oder einfach durch Einscannen des QR-Codes. Evo jedne online vježbe kom ćete uvježbati korištenje objektnih rečenica. Sve upute naći ćete na linku bit.ly/Zimmer24 ili jednostavno skeniranjem QR koda. Macht jetzt die Pause und löst die Übung. Rješenja možete provjeriti odmah, dakle tijekom rješavanja vježbe. Und zum Schluss noch eine kleine Aufgabe für euch. Was könnt ihr über euer eigenes Zimmer sagen? Habt ihr kein eigenes Zimmer, müsst ihr das Zimmer mit euren Geschwistern teilen. Sprecht ein bisschen darüber. Ovdje su neke natuknice uz pomoću kojih možete pripremiti kratko izlaganje o vašoj sobi. Nevezano imate li zajedničku sobu s braćom ili sestrama ili imate svoju vlastitu sobu. Hier sind also einige Stichpunkte, die euch dabei helfen können. Evo nekih natuknica, kao što sam već rekla, koje vam mogu pomoći. Sprecht also über euer Zimmer. Macht jetzt die Pause. Und ganz zum Schluss eine Kontrollliste. Heute haben wir vieles gelernt und wir können überprüfen, was ihr nach dieser Videolektion könnt. Evo kratka provjera koliko ste toga razumjeli i usvojili. Was könnt ihr? Was kannst du? Ich kann Vorteile, Nachteile eines eigenen oder eines gemeinsamen Zimmers nennen. Znam navesti prednosti i nedostatke vlastite sobe, odnosno zajedničke sobe, ja oder nein. Ich kann einen Text zum Thema verstehen und ergänzen, razumijem tekst vezano uz temu, te ga mogu dopuniti odgovarajućim vokabularom. Ich kann Objekt setzen mit und ohne Konjunktion das richtig gebrauchen. Znam pravilno koristiti objektne rečenice sa i bez veznika das. Und natürlich ich kann über mein Zimmer sprechen. Znam ponešto reći o svojoj vlastitoj sobi. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind am Ende der heutigen Stunde. Ich hoffe, ihr seid zufrieden in eurem Leben, unabhängig davon, ob ihr ein eigenes oder ein gemeinsames Zimmer habt. Sigurna sam da ste zadovoljni, nevezano uz to imate li svoju vlastitu sobu ili ju morate dijeliti s braćom i sestrama. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.